Moin, es ist der 16.04. und wir sind auf dem Weg vom Wolfgangsee nach Podersdorf am See, genauer genommen an den Neusiedlersee. Der Standortwechsel dauert so um die 4 Stunden und sind wirklich gute 350 Kilometer. Irgendwann unterwegs hatte Jack dann angefangen zu fiepen. So hielt ich dann an einer Autobahnraststätte an, die zufälligerweise sogar einen Hundeauslauf hatte. Er musste nicht, aber Samson und Jack haben sich zumindest die Beine vertreten und waren danach wieder ein bisschen ausgeglichener. In Podersdorf angekommen, stellte ich dann zu meiner Freude fest, wir sind seit einer Woche unterwegs und der Durchschnittsverbrauch war bisher 7,8 Liter. Das ist gut für so ein großes Auto. Sanitäre Einrichtungen gibt es hier auch, wie gut oder schlecht die waren, da mache ich nochmal ein extra Video drüber im Vergleich mit dem Campingplatz am Wolfgangsee. Was sie hier auch hatten, war Wind, und zwar so reichlich, dass ich schon befürchtet hatte, oh nein, das geht hier hoffentlich nicht die ganze Woche so. Jo, ich komme von der Küste, ich bin einiges gewohnt, aber ich hatte echt Angst, wenn wir die Schiebetür aufmachen und eine andere Tür noch mit offen ist, dann weht uns der Jack mit seinen großen Ohren glatt aus dem Camper raus. Meiner Meinung nach war da der Samson mit mehr Gewicht und kleineren Ohren weniger gefährdet, aber das war auch schon knapp. Nein, das ist nicht die Medusa, also es sind auch nicht Utas Haare mit eigenem Leben, sondern es ist wirklich einfach windig hier und ein bisschen Zeitlupe. Uta hält sogar lieber das Smartphone mit beiden Händen fest. Jetzt ging es aber in Windeseile zu unserem nächsten Termin, denn heute ist das zweite Geschwistertreffen von Jack. Und zwar nicht wieder mit den gleichen, sondern diesmal mit anderen, und statt der Mutter ist die Großmutter dabei. Als erstes war nicht die Großmutter da, sondern Schwester Heidi. Während wir gerade ein Mini-Gruppenfoto machen wollen von Jack und Heidi und Juniorfrauchen Heidi, kommt plötzlich der Rest der Familie an. Und damit war das Foto dann auch geplatzt, weil da mussten dann alle schnell hin. Jack guckt noch. Hä? Was ist denn nun los? Gut, wo wir schon mal dabei waren. Neues Gruppenfoto. Wie machen wir es am besten? Und ja, das ist wohl schon eine ganz gute Idee. Die Großmutter in der Mitte und die Enkel drumherum. So, nur aber in den Hundeauslauf, der sogar einen kleinen Teich hat, und Spaß haben.
Als plötzlich alle schon zum Ausgang gingen, dachte ich, naja gut, solange die besprechen, in welches Restaurant es nun geht, lässt er nochmal Samson kurz raus, dass er auch ein bisschen Spaß hat. Hallo, was ist denn nun los? Beim nächsten Blick über den Zaun waren plötzlich fast alle weg. Aber eben nur fast alle. Züchterin Barbara war noch da und so ging es zum nahen Eiscafé und Italiener. Hier gab es dann noch ein paar Leckereien und natürlich einige Gespräche über die Vierbeiner, den Weltfrieden und die Gesundheit. Da es inzwischen schon ein bisschen später geworden war und wir es nicht so sehr weit haben zum Campingplatz, haben wir uns noch was zu essen mitgenommen. Zu unserer Überraschung gab es bei diesem zweiten Geschwistertreffen von fast allen ein kleines Präsent, nur wir hatten nichts dabei. Den Keks in der Mitte hatte Jack am gleichen Abend noch auf seinem Lieblingsplatz, dem Beifahrersitz, genussvoll aufgefuttert. Dabei kann er dann schön aus dem Fenster gucken und wir sind froh, dass wir diese zwar etwas hässlichen, aber doch immerhin vorhandenen Schonbezüge auf dem Sitz haben. Der Stoffknochen ist sowohl bei Samson als auch bei Jack sehr beliebt. Den Schokohasen hatte Uta still und heimlich zu Ostern aufgefuttert. Lediglich der Wein ist noch unberührt von uns. Vielen Dank an euch alle. Jetzt ging es auf den Abend zu und wir holten uns noch einen heißen Kakao. Und setzten uns an den Strand und schauten uns das an, was die hier wirklich gut können. Sonnenuntergänge. Ich sag dann mal gute Nacht und danke fürs Gucken. Bis zum nächsten Video. Tschüss.